Und in der dritten Folge, diesmal in Amerika. Schlecht. Schöner Teddy. Oh, Silberstreif. Noch eine Errungenschaft. Silberstreif. EP-Bonus. Oha, das ist ordentlich. Ja, voll in die Birne. Ich glaube, ich habe sein Gehirn getroffen. Muss man gleich mal sehen. Das waren einige Treffer. So. EP 195, Geld 1257. Das ist ordentlich. 172 Kilo wiegt der. Ja, das ist schon höher. Fast 200 Kilo. Schwierigkeit 5 Mittel. Trophäenart Schädel. Ah, das war eine Trophäe. Silber. Silber. Ach, nicht Bronze, sondern Silber sogar. So. Entfernung 100 Meter. Erster Treffer 3%. Muskel Schädel. Muskel Schulterblatt links, Muskel, Lungenflügel rechts. Ja, und der stärkste Treffer, Muskel, Brustwirbelsäule. Der war 79%. Alles klar. Trophäenwertung 18, Effizienz, Ethikbonus 100%. Bewertung in Folge, ja, wunderbar. Alles klar, meine lieben Freunde, wir haben es jetzt 20.10 Uhr. Und ich let's play ungefähr 1,5 Stunden. Bis 21:30. Ja, wunderbar. So. Das war mein erster Bär. Oder? Fett ist er doch schon. War's Bär? Da ist noch ein Bär, ja. Ich sehe ihn. Aber noch ein Teddy. Ich glaube, das war's. Hat nicht gereicht, ne? Er ist jetzt geflohen, ja. Die Frage ist, ob er verletzt wurde oder nicht. Hast du ihn getroffen? Ich habe ihn einmal auf jeden Fall getroffen. Arsch. Hast du ihn auch einmal sich getroffen? Das ist auch zweimal geschossen. Ich habe ein paar Mal daneben geschossen, aber einen Treffer habe ich ihn verpasst. Das weiß ich nicht, ob ich ihn getroffen habe. Wenn wir gleich sehen, ob da Blut liegt. Scheint nicht, ne? Was? Doch. Ja? Nur sehr gering, ja. Wir haben getroffen. Schade, ja, sehr gering, ist klar. Sehr klein, das ist schwer zu verfolgen, aber hier. Jo, Errungenschaft, Nerven aus Stahl. Noch eine Errungenschaft, Nerven aus Stahl. Hast du erledigt? Ja. Oh ja. Jetzt liegt er. Hier, meine lieben Freunde, so wird gejagt, einer. Boah. Der ist aber kein Schwarzbär, oder? Doch, ist Schwarzbär. Ich hab Geldbonus bekommen, weil ich auch einmal getroffen habe. Hab auch Geldbonus. Plus 1000 noch was. Ja, aber du hast ihn nicht getötet und deswegen darfst du ihn auch verwerten. Den darf ich nicht verwerten. Und das ist ja eher ein braunes Feld. Aber, oh ja doch. Also der erste Schuss ging in Muskel, dein Schuss ging ja auch in Muskel. Unten rechts ins Bein hast du geschossen. Ja. Hinten rechts. Ich hab ihn in den Popo. Der? In den Popo habe ich ihn geschossen. 160 Kilo. Ja, ein bisschen leichter als meiner. Meine war, glaube ich, 20 Kilo schwerer. Trophäenart Schädel. Hm. Ja, wunderbar. Gleich zwei Bären in Folge.
Ja, wenn der sich da so aufrichtet und dann auf die Karose macht. Sag ich auch. Karte, ja, die Bären sind am einfachsten. Ding schnell noch holen. Mehr Treffer haben, das ist klar. Ich habe mich vorhin gerade verkauft. Oder? Ja. Da habe ich mich verkauft. Ich habe ja die falsche... Ja. Da musst du auch noch machen. Ich brauche die 223 Remington. Ich gehe wieder da oben auf offene Prärie, weil da hat man einen schönen Blick. Da laufen immer mal ein paar Tiere rüber. Oh! Wer war das? Nummer 50 Schuss. Schwarzbär. Die weg, die weg, die weg. Ja, meine lieben Freunde, ich habe jetzt komprimiert das Video immer auf 720p. Habe ich mir angeguckt, sieht nicht ganz so nice aus, also das Spiel ist optisch noch ein Ende besser als auf meinem Let's Play. Also das auf jeden Fall. Vorhin haben wir nochmal nachts gespielt, aber das gefällt mir nicht so gut. Weil ja, nachts lohnt sich es auch nicht aufzunehmen groß, weil ja, sieht man eben nicht viel. Ist die ganze Fauna gar nicht. Mit Taschenlampe kann man nachts nicht rumrennen, das ist dann der nächste Punkt, weil erschreckt man die ganzen Wildtiere. Ja. Ich jetzt gucke auch mal mit dem Visier, hier mit dem Gewehr gucke, kann ich bestimmt 600, 700 Meter gucken. Ja, kannst du nachts auch. Steht. Aber nicht so klar. Das stimmt allerdings, ja. Jeden einzelnen Millimeter da hinten auf 600 Meter. Wobei, ich glaube, da müsste ich jetzt... Oh, ich hab noch eine Lüge. Warte. Leider waren die Wipfel hier im Weg. Deswegen habe ich nur übers Feld... sehen. Er muss hier irgendwo... Das ist eine Spur. Die Ködel. Wo so, ich den jetzt gewollt habe. Hier, ne? Ja, bist du in die Richtung? Cool. Die Richtung? Wo ist das Blut? Na, bei mir nicht. Das ich verfolge ein anderes Ziel. Ich glaube nicht, dass du das gleiche hattest. Er hat hier rüber gelutschert, hier übers Feld. Und irgendwo muss hier die Blutspur sein. Wenn ich getroffen habe, aber ich glaube, ich habe getroffen. Ja, das kann ich so jetzt hier nicht finden in diesem Schilf hier. Das geht nicht. Kann ich aufgeben. Ja, oder? Da ist noch eine Spur. Aber keine Blutspur. Da ist frisch, aber... Habe ich ihn wohl doch nicht getroffen, aber ich dachte eigentlich schon. Egal. Ja, das ist hier... Ein gutes Jagdrevier. Ja, meine lieben Freunde, der Schwierigkeitsgrad auf diesem Spiel hier ist extrem hoch. Kannst auch mal 2 Stunden rumlaufen und gar nichts erledigen. Also so wie es jetzt hier läuft, dass es dauernd was für die Flinte läuft. Ja? Also. Ach, geil, wie man den Schuss hört, Alter. Geil gemacht, der Sound, ey. Naja, man hinterlässt hier auch Spuren im Gras, wie ihr seht. Aber hier bin ich lang gelaufen, wie ihr seht. Ja, und das machen Tiere natürlich auch. Du kannst die Fährte verfolgen. Wenn du jetzt durchläufst, war keine. Oh, guck mal jetzt. Ja, hier richtig hier durchgelaufen. Hier Bescheid. Ja, grafisch, es gibt ja noch den Handeln-Simulator, aber das kannst du mit dem hier nicht vergleichen. Obwohl der Handeln-Simulator, ich hätte ihn für 70 € gekauft. Gewusst hätte, dass ich...
120 Kampagnenmissionen so viel Content habe. Schlecht ist er auch nicht. Aber er gibt es jetzt wieder. Also ich warte, bis er auf 10 Euro runtergeht, der Handel-Simulator, und dann kaufe ich ihn mehr. Ich weiß nicht, ob ich das Ding jetzt getroffen habe. Ja, aber bei 10 Euro kann man ruhig mal zuschlagen. Dann. Auf jeden Fall. Dann ist ja die Frage, ob das genauso geht wie hier, so alles im Koop. Das weiß ich auch nicht. Ja, das, ich glaube schon. Man kann auch das, was man da, was ich dir vorhin erzählt habe, was so einfach ist, man kann den Schwierigkeitsgrad verändern. Und dann kannst du nicht mehr auf der Karte sehen, wo das Tier liegt, wenn du den Sack geknallt hast. Ja, hier kannst du ja auch die Fußspuren ausmachen, da musst du richtig suchen. Ja, aber das ist mir zu schwer. Das ist mir jetzt schon... Wobei, hier siehst du ja noch nicht mal, wenn das Tier dann verstorben ist, wo es liegt. Also, wenn du die Fährte nicht verfolgst, dann brauchst du es sowieso. Ja. Das ist schon mal hier von Haus aus. Ja. Das sind hier zwei sehr große Karten. Beim Handlungssimulator hast du natürlich 8-9 Karten, weil die sind lange nicht so groß. Ja. Lange nicht so groß. Ich würde schon sagen, natürlich ist das der Grafik hier technisch absolutes Meisterwerk. Aber dass sie das so schlecht reden, den Handelssimulator, das kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, weil du auch fast 40 verschiedene Tiere hast. Am Ende mehr als hier jetzt in diesem Spiel. Schon cool, ja. Den da kann man sich das einpacken. Oh, ich sehe einen Bär. Ja, ich sehe ihn auch hinten auf der Lichtung. Ja, auch, meine Freunde. Also, der haut ab. Ah, immer diese Schwankung. Wenn das überhaupt nicht schwanken würde, ja? Ah, der läuft da hinten immer noch, lad nach. Hast du ihn getroffen? Nee, ich war wieder ein Eichhörnchen. War ein Eichhörnchen. Der Schwarzbär ist jetzt rechts abgehauen. Ah, ich mag diese riesengroßen Bewegungen nicht. Ob ich hier irgendwo auf dem Schiff bin, ja, einen riesen Wellengang habe. Wenn man das überhaupt nicht hätte, das ist natürlich eine Schwierigkeit vom Treffen her. Wenn ich mit dem Controller denn die Luft anhalten will, dann muss ich ja drauf drücken, also ein bisschen Kraft anwenden, bis nach links oder rechts, dann schwankt das noch mehr. Also prall ist das mit dem Treffen, also Zielen, nicht mit dem Controller. Schade, dass er mich nicht angegriffen hat, der ist abgehauen, weil wenn er auf mich zugelaufen wäre, hätte ich ihn platt gemacht. Der abgehauen ist, ey. Na, hier irgendwo hinten ist er abgehauen. Ja. Ah, da ist noch da. Na, lieber. Ja, man, da muss das. Muss da aufpassen. Der kann einen auch töten. Ja, es gibt nicht umsonst Verbandszeug hier in dem Spiel. Muss man aber noch freischalten. Ja. Aha. Ja, es gibt noch den Capella Jagdsimulator von 2014. Gab es einen Sale für 7 Euro, aber habe ich mir nicht geholt. Ich muss auch ein bisschen Geld sparen. Ich habe mir jetzt noch Halo Wars Definitive Edition geholt. Auch nur 15 Euro und dann, das reicht dann auch. Erstmal wieder. Der kommt ganz bestimmt. Die Eisenbahnbrücke hier, meine Freunde. Seht ihr da? Ja, hier ist abgehauen in die Richtung.
Die Bären geben aber, wenn man ihn gut getroffen hat, sehr viel Punkte. Also sehr viel Kohle auch und so. Ja, ja. Wer ist da hinten? Aber verletzt ist er nicht, ne? Nee, ich hab daneben geschossen. Die Schwankungen sind irgendwie manchmal so zu stark und dann muss ich den Atem anhalten. Aber das Problem ist, wenn ich den Atem anhalte, ich hätte das lieber auf eine Taste gelegt, den Atem anzuhalten, weil wenn ich den Stick dann nur einen Millimeter bewege, dann verzieht das. Na, kannst du doch umlegen. Da muss ich wohl auch machen, das ist blöd so. Dann habe ich vorhin auch die Rehe nicht richtig getroffen. Kojote, die sind beide hier in der Nähe. Ich werde das umlegen, wie gesagt, weil Atem anlegen. Ich muss mal sehen, was ich für eine Taste dafür nehmen kann. Ah, so viel springen. X ist gar nicht belegt. Aber X hat auch eine. Ja. In diesem Spiel ist man mit der Maus und Tastatur auf jeden Fall im Vorteil. Ja, und die Perks müssen wir auch noch alle freischalten. Fähigkeitenpunkte da. Ja. Da kann man auch noch einiges reißen. Auf jeden Fall. Hier ist ein Wanderweg und hier ist wieder so eine schöne offene Fläche. Hier ist ein See, ja. Hier hat jemand einen Hasen gerissen. Oh, ach, das ist Futtergebiet entdeckt, ja? Vor Ort und gerade hinzugefügt. Beim 6 bis 7 Uhr morgens, da sind wir viel zu spät schon. Holt sich der Kojote die Hasen. Weit weg. Komm mal zu dir. Aber wenn du so genauso viel Dampf haben willst wie bei starken Kopf, den ziehst du halt zweimal. Das ist genauso eine große Wolke. Halt zweimal ziehen. Hä? Was? Ich sag hä? Wo ist er jetzt hin? Spuren der finden in der Sackgasse. Ja? Ah, da unten sind immer noch der Schwarzbär. Ja. Dann hingeschissen oder hier ein. Gerade eben. Das ist nichts. Oder nicht. Oh! Der ist aber ja schon ein bisschen weit. Also wenn der das ist, dann ist er schon
richtig weit. Da ganz hinten ist er. Mal klar für keine. Ne, also du hast schon vorhin recht gehabt. Standardmäßig, wenn ich nach vorne mache, den Stick läuft er immer. Oh, die Nase! Natürlich überhaupt nicht einfach zu treffen, weil der steht der Haken eine Blutspur. Nein, war das auch ein Treffer? Ein Treffer, das muss ich auch mal ausstellen, dass es standardmäßig immer läuft. Standardmäßig soll sie gehen und wenn ich dann auf den Stick drücke, dann soll sie laufen. Ach, jetzt habe ich es raus. Wenn du nochmal auf den Stick drückst, dann geht er. Wenn du wieder schnell laufen willst, musst du nochmal raufdrücken, einmal. Dann bleibt das auch die ganze Zeit so. Schnell laufen drücken. Umschalten. Ja. Wenn ich jetzt, ich muss die Taste gedrückt halten, so habe ich es gemacht. Ne, gedrückt halten nicht. Wenn ich jetzt nochmal rauf drücke, einmal zack, jetzt läuft sie. Wenn ich nicht mehr will, dass sie läuft, dann halte ich an, drücke nochmal auf den Knopf und dann geht sie wieder. Ah, das habe ich jetzt erst gelernt nach 6 Stunden. Alter, ist das hier ein Panorama. Alter. Das ist so. War nichts? Oh, da ist ein Schwarzbär. War ganz weit weg. Das wird nichts. Das sind bestimmt 300-400 Meter auf der Lichtung da oben. Soll ich ihn schießen? Nun, mach doch. Jetzt rennt er. Oh Mann, jetzt ist er in den Wald reingelaufen. Affe. Viel zu weit weg. Hier hast du ja einen Ausblick. Ich wollte mir die schöne Landschaft hier angucken und dann ist hier oben so eine schöne Wiese. Aber der ist jetzt im Wald verschwunden. Das ein Treffer bringt auch nichts, weil bis ich da hinten bin, ja, dauert lange, bis ich da ganz hinten hingelaufen bin. Ja, da muss der Schuss direkt sitzen. Sonst ja. Dann daher rennen kannst du dann vergessen. Ja. Außer halt hinrennen. Und die Blutspur halt kontrollieren, ne? Ja, aber dann muss es auch eine schön große Blutspur sein, weil... Ja. Wenn er richtig blutet, kann es sein, dass er sogar noch stirbt unterwegs. Ja doch, also der Joytech Ultimo, das ist wohl einer der besten Baller. Einer der besten Betampferköpfe auf dem Markt. Das ist ein Geld wert. Muss er hier ganz in der Nähe sein, der Schwarzbär. So, jetzt gehe ich langsam, jetzt weiß ich, wie ich langsam gehe. Lärm. Ich habe keinen Bock, dass er mich angreift, ey.
denn läuft? Der hier auch oder was? Hey. Ja, da ist er. Der ist hier über die Bahnschiene gelaufen. Zwei Fische, der sind müssen zwei sein. Einer in deine Richtung. Einer hier in die Richtung. Das ist ja hier lang gegangen. Wer den zu kriegen jetzt? Boah. Kann man ein bisschen schneller sein. Schade. Jetzt hier aber viel Lärm hier runterzulaufen, die Steine. Schade, dass er hier nicht ist. Ist hier runtergelaufen. Naja, wenn der läuft, der kann schnell laufen, so ein Bär. Der läuft schneller als ein Hirsch. Das habe ich vorhin auch gesehen, als er abgehauen ist. Was getroffen hatte. Boah, hier kannst du auch weit gucken. Sanftpfoten. Ne? Da kommt noch einiges auf uns zu. Ja. Auch wieder. 500 Meter weit gucken. Ist nichts. Ist einfach so. Ich würde das auch ohne den Zoom hier sehen. Also ohne die Waffe. Ich kann das. Im Spiel kann man wirklich ultra weit gucken. Ja, ja. Ja, das kannst du mit vor allem die Sichtweite und Grafikqualität in der Ferne, das ist beim Handheld-Simulator ein Ende schlechter. Aber jedes Spiel hat Vor- und Nachteile. No. Ich würde das Spiel nicht komplett abschreiben, so wie andere Leute das bei Steam komplett machen. Also ach, Weißwedelhirsch, gerade eben. Ja. Was gehört? Langsam gehen, so. Halt, ist er. Oder 300 Meter weg. Leider wieder hinterm Baum verschwunden. Das ist das Problem immer. Probieren wir anzulocken. Ja.
Da hinten ist er. Da, da ist ein Schwarzbär, ja. Aber der haut ja so schnell ab. Ist auch wieder aus der Schusslinie raus. Schwarzbär läuft vom Hirsch davon. Laufen alle nach Südwesten. Hirsch könnte noch hier sein. Der Schwarzbär ist erstmal weg. Noch hat mich der Hirsch auf jeden Fall nicht wahrgenommen, sonst macht er einen Warnruf. Irgendwo sein. Hab den gleich. Da? Warte. Ja. Auch wieder zurückgelaufen in deine Richtung. Der Schwarzbär ist auf jeden Fall hier am See vorbei in den Wald verschwunden. Kriegen wir so schnell nicht mehr. Ich glaube, die Flinte ist nicht so gut. Hey. Die hat zwar gute Präzision, aber wahrscheinlich weniger Schaden oder was. Power. Ja. Alter, der Ultimo, der zieht hier Liquid weg. Das ist schon fast 8 Milliliter heute. So viel habe ich mit dem anderen nicht geschafft, ey. Aber die Wolken sind auch, also... Aber ich hab's getroffen. Wie war das, das? Ne, 260 Meter von mir entfernt, nicht. Denn... Weißwedelhirsch, ja, da ist er noch. Na? Ist hinter mir was? Schöner Platz hier. Der See, der plätschert so schön, das Wasser sieht so geil aus. Das ist echt nice. Ja, hier ist er vorhin lang gelaufen, wo ich jetzt bin. Aber ich geh mal wieder. Oh nein, ich habe ihn im Visier. Nein, das ist ein Baumstumpf. Dachte, ist ein Mors, Alter. Ja, hier ist die Fährte, hier ist er ja auch gewesen. Naja, da kommt wieder der Schwarzbär. Genau, der ist da hinten im Wald. Da ist er auch vorhin reingelaufen. Also schnell ist er nicht gelaufen. Ist er da? Nö. Ich glaube auch nicht, wenn er erstmal da nach Westen läuft, dass er wieder nach Osten läuft. Warum soll er das machen? Dann streben wir weiter da in den Wald rein. Wo bist du denn? Ja. Da hinten? Das war weit weg. Muss doch irgendwo was sein. Du kannst ja mindestens 800-900 Meter weit gucken. Ultra, ne? Wo ist denn unser Häuschen? Da. Was willst du denn beim Außenposten? Waffe wechseln. Oh! Kann man einen Bär auch locken mit dem Teil? So? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Weil ich würde den gern aus dem Wald rauslocken wollen, da im Wald würde ich gern aufs offene Feld hier rauflocken. Dass er hier raufkommt. Versuche ihn mal zu locken. Er kommt! Nee, das ist ein Reh. Reh und ein Schwarzbär. Erstmal das Reh.
läuft da hinten wild rum. Ja. Hinterm Baum. In der Tanne. Und da ist er das? Ja, ich sehe ihn. Ein Schuss reicht nicht. Oder war das ein Volltreffer? Na, Blut? Nee. Getroffen hab ich ihn aber. Kein Blut. Ist er weg. Schade. Das war auch ein bisschen blöd, so durch die Bäume durchschießen. Das genau habe ich noch nicht gesehen, aber das Blut? Nee, das sind die großen Bärentatzen. Ja, leider, der ist weg. Die Ufer des Lake. Hä? Ist da oben noch. Gut, dann wirst du verfolgt. Gerade auch bekommen. Du willst es ja wissen, wa? Ist er das? Nein. Mal langsam, so. Ja, dass er nicht angegriffen hat. Habe ich den anderen vorhin auch platt gemacht. Ja, direkt auf einen zu. Ja, ja.
geil. Macht Spaß, ey. Der Freund. Das hier ist gar nichts. Und der Hirsch ist hier auch noch. Ultra krass, ey. Sag mal, ha? Die Kojoten rennen hier an mir vorbei. Aha. Das hier. Du liest dich hier die Spur, das geht hier in die Richtung. Das ist der Bär. Ja. Gehend. Aber wenn du ganz langsam gehst, ich habe vorhin den Fehler immer gemacht, den habe ich wahrscheinlich auch keinen gefangen. Ich gehe jetzt immer langsam. Vorhin bin ich ja immer gelaufen. Jetzt kann ich mich viel besser anpirschen. Mein erster Coyote. Echt? So. Aha. Roll. Na gut, Alter. Oh, gibt auch 1000 Geld. Wie viel wiegt so ein Coyote? 18 Kilo. 20 Kilo so. Aha. Wo bist du jetzt hin? Ich sehe keine Spur mehr. Schön am Ultimo, die nennt man das. Liquid-Nachflusslöcher sind ganz unten. Also kannst du fast komplett leer rauchen. Mhm. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr ans EV ran wollt, dann kann ich euch den Joytech Ultimo sehr empfehlen. Keramikköpfen. Von 2 Monate ein einziger. Geschmacklich ist allererste Sahne. Mit einer der besten Köpfe, die es momentan auf dem Markt gibt. Oh! Ja, ja. Na? Wie will ich hier? Der weggelaufen. Nee, ist er nicht. Also bei dir da hinten ist auch noch einer. Der ist genau zwischen uns beiden. Ist noch da? Ja. Ja. Der ist genau zwischen uns beiden und meiner ist hier oben. Der ist ja gerade weggelaufen. Jo, meiner ist dort. 6-7 Schuss, ey. Stimmt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Kannst du mal gucken, wie schwer der ist. 103. 103? Ja, 103 Kilo Zimtbraun. Das war ja ein Fliegengewicht, ey. Weiblich. Ja, die Weiber sind sowieso ein bisschen leichter. Ja. Bei den Bären. Der Bär muss mich aber schon auf weite Distanz gewittert haben. Der ist abgehauen. Muss wohl, das war wohl kein Hirsch, das gelaufen ist. Oh, jetzt fängt es bei mir an zu regnen. Oh, hier liegt noch ein Bär. Habe ich auf 2 geschossen, deswegen hat es so lang gedauert. Ja. Den einen habe ich direkt erwischt, Lungenflügel rechts. Dann waren 2 Bären nebeneinander. Vielleicht war da einer mit dabei, ich weiß es nicht.
Nee, nee, meiner geht hier einen Berg hoch. Der folgt den immer noch. Oh, da ist ein Hase gewesen. Kann ich jetzt nicht knallen. Oben auf nee, Hase gibt es eh keine Punkte. Also Punkte vielleicht schon, aber... Der Bär ist hier genau hochgelaufen. Gucken, ob er langsam gelaufen ist. Raben. Nee, der ist immer noch schnell unterwegs. Ein Trab ist auch schneller, wenn der noch läuft oder geht. Ja, aber ich gehe mal ganz langsam. Ja, da wieder so ein Kanickel, aber das interessiert mich nicht. Oh, ich muss jetzt hier steilen Berg hoch. Ne? Na, geh ruhig mal ein bisschen schneller, der ist auch schnell unterwegs. Oh, da oben ist ja ein Aussichtsturm. Toll. Ach, hier ein Hirsch ist ja auch noch. Ist der Bär hoch? Ich meine auch Trab, der ist dann auch sehr schnell unterwegs. Da kann man ruhig mal ein bisschen schneller laufen. Der hat mich genau zum Aussichtsturm hier geführt. Ich hoffe mal bei der Traben. Ja. Ich meine auch Traben. Kannst du auch mal ein bisschen gehen? Mach mal eine Pause. Traben. Ach, jetzt fängt er daran zu laufen. Nö, ich kann mich im Arsch lecken. Ja, laufen gehen. Was? Traben, also von der Geschwindigkeit her glaube ich traben, dann kommt laufen und dann kommt gehen. Ja, ja, der ist aber dann der ganze Zeit getrabt und da fängt er an zu laufen. Aber ich bin jetzt über dem großen Aussichtsturm. Den will ich mal freischalten, meine lieben Freunde. Und da könnt ihr mal sehen, wie das freigeschaltet wird mit der kleinen Zwischenstanz. Voll cool gemacht. Diesmal mal die Aussicht. Dann zeige ich euch gleich, wo wir auf der Karte sind. So. Ist freigeschaltet. Farbe. Jawohl. Regen. Ja gut. So. Hier. Upsala. Ja. Hier auf der Karte, genau hier, wo ich zeige, da ist der Startpunkt, wenn man hier das erste Mal startet. Sind wir einmal richtig bis hier nach Norden gelaufen. Und jetzt sind wir fast nur die ganze Zeit nach Westen gelaufen. Also das sind jetzt hier 3 cm auf der Karte und sagen wir 4 cm. Ja, wisst ihr Bescheid, wie groß die Karte ist. Riesengroß. Ja, das kann man so sagen, ne? So. Dort seht ihr auch den roten Punkt. Weil wir hier jetzt ja auch in Amerika sind, ist jetzt hier auch alles auf Englisch geschrieben. Sonst in Europa, auf anderen Karten ist alles auf Deutsch. Aha. Da unten läufst du lang. Im Visier, du. Was? Coyote. Hm. Die sind verdammt schnell. Ja. Ah, da auch gut zu regnen. Gut, dann mal wieder runter. Hier seht ihr das Panorama. Ja, ist ein bisschen neblig, sonst könnte man noch weiter gucken. Ach, so ist es halt, ne? Und der Bär ist jetzt auf alle Berge. So, dann habe ich ja noch wieder ein bisschen Geld. Dann holen wir uns gleich mal neue Muni. Ja, die Muni, die ich hier habe, die ist ja noch gratis. Die andere, die muss man ja bezahlen, die du jetzt schon hast. Ja. Aber es lohnt sich. Das ist wirklich Hardcore-Optik einer 1080p. Ja. Ihr wisst ja, okay, kann man gönnen und dann gönne ich mir das mal.
Zigarette. Jo. Der Kollege. Machen wir noch einen Start. Sekunden, Einschlag. Das Kollege bietet betrachtliche Effektivität. So. Hier ist das 1728. Oh, auch für 5000. Geld. Kann ich den hier noch freischalten? Oh, der ist noch eine Mühle freizuschalten. Nehmen wir mal erst im Norden. Der ist noch da, so. Richtig? Ja, geht geradeaus. Bitte. Das ist hier eine Höhle. So. Da steigen wir runter. Ei, ei, ei! Ah, oh, weil man kann sich ja auch die Beine brechen. Muss man schon vorsichtig sein. Da ist was freizuschalten und das will ich jetzt nicht mal machen. Ja, ja, das ist der Schwarzbär. Der ist jetzt aber in die falsche Richtung. Wir müssen sogar noch ein bisschen nach, mehr nach Osten. Richtung ist das Fragezeichen. Krass hier wieder, da hinten ist es. Krass wie der Nebel hier. Ultra aussehen. Da braucht ihr schon einigermaßen starken Rechner, um das hier so zu spielen, auf fast volle Pulle. Also ich habe jetzt hier meine 30 Bilder, aber mehr sind es auch nicht. Ich fahre mit 70, 80 in der Gegend rum. Mhm. So, hier ist ein Steinhaufen. So. War auch freigeschaltet. So. Da oben ist erstmal gar nichts mehr mit Fragezeichen. Da ist ein Aussichtsturm. Das muss ja ein krasser Aussichtsturm sein. Da will ich einfach mal mit dem Quad hinfahren. Weil jetzt geht es erstmal wieder Süden. Da. Weil da ist noch ein Fragezeichen. Da. Boah. Da will ich auch nochmal hinlaufen. Ja, ja. Kojote. Den einen gesagt habe, den das Fragezeichen, der ist wieder auf die Jagd. Dann kommt auch ein Bier auf den Tisch, meine lieben Freunde. Jetzt pegelt es knapp eine Stunde. Oh, das sieht das hier krass aus, die Lichtung. Und das ist ja Nebel und von rechts scheint die Sonne rein. Das Ultra aus, Alter. Weil der Nebel ist ja fast unten auf dem Boden. Jetzt ist der Nebel fast weg. Der verschwindet langsam bei mir. Der ist ja nicht höher als 5 Meter oder 10 Meter. Alter, Ultra. Ja. Naja, und das ist natürlich, das kannst du mit dem Handheld-Simulator nicht vergleichen. Die Grafik ist hier ja phänomenal. Also es ist das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe, was Natur betrifft. Fällt mir kein Spiel ein, was das toppen könnte hier. Ultra. Crisis? Ja, Crisis. Ist aber halt kein Simulator, ne? Nee. Meinst du jetzt Discreated? Nee, Crisis. Meinst generell Crisis, ja. Wir werden denn ja Open World ist Miscreated. Das kommt hinter der Apex Engine hier nicht hinterher. Gerade gesehen habe, jetzt ist der Nebel ja weg. Mal gucken. Ja. Nee, also. Das Farben, sieht geil aus mit der Sonne hier hinten. Ja. Ja,
Ja, die ist immer weiterentwickelt worden. Die Apex Engine ist auch in vielen anderen Spielen drin. Das habe ich bei Steam ja gelesen. Apex kommt mir irgendwie bekannt vor. Was heißt bekannt vor? Eigentlich gar nicht bekannt. Das ist ein Schwarzbär. Hier ist ein Hirsch. Ja, die hören mich jetzt. Jetzt geht es auch nicht um Jagen, jetzt will ich erstmal zu den Fragezeichen. Ganz schön weit weg. Zwei Leute reingekommen. Boah, ist das ein Riesensee, Alter. Wo haben die sich jetzt hingemummelt, ey? Das gibt's ja gar nicht. Vollziehen die hier irgendwo im Gebüsch ihren Paarungsakt. Ja! Boah, ich krieg da hinten langsam die Sonne unter. Dauert ja nicht mehr lange. Sieht mega aus unter dem Berg da. Ja, ja, absolut, Alter. Absolut, ey. Vor allem auf einem guten Fernseher, ey. Hier bin ich lang gelaufen. Das Wasser sieht sehr geil aus. Hier zum Angeln ein, ja. Das wäre geil, wenn man jetzt auch noch eine Angel rausschmeißen könnte, ey. Ja, es müsste so ein All-in-One-Simulator geben. Ja, genau, ja. Das wär's. Oh, hier ist ein Schwarzbär. Irgendwo, das ist eine frische Losung. In die Richtung muss ich auch. Der läuft genau. Genau in die... Was? Nee, dann ist er weg. Da, in die Richtung gehe ich nicht. Er ist gleich beim Ziel. Er könnte noch... Auch frisch. Ja, der läuft aber genau nicht. Da ist hier noch einer. Ein Fragezeichen sein? Ne, der geht in die andere Richtung. So, hier müsste das Fragezeichen gleich kommen. Ach, da ist es. Fährt er hier mit seinem Quad her, oder was? Fährst du dir mit dem Quad, oder was? Ne, die fahren weiter weg. Fahren an mir vorbei. Ja. Ja. Achso, hier ist ein Aussichtsturm, aber den will ich mir nicht kaufen. Ich will mir aber auch eine neue Waffe kaufen. Deswegen will ich das Geld sparen. Naja, aber ich habe den Punkt hier entdeckt. Nee, ist immer noch grün. Das ist ja geil. Gut, dann wird jetzt wieder gejagt. Nachladen. So, ich hole mir erstmal ein Bier, muss mal kurz auf Toilette, meine lieben Freunde. Wie viel Zeit muss sein? Dann bin ich gleich wieder da. Genau. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, die Stunde ist auch schon wieder rum. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.